Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute ein Thema bei uns, das Zuhause. Noch nie war es einfacher, sich das Häuschen im Grünen oder die Eigentumswohnung zu leisten. Das Zinsniveau ist hervorragend. Doch Vorsicht ist beim Immobilienkauf auch heute geboten, sonst wird ganz schnell aus dem Traumhaus das Albtraumhaus. Alle weiteren Themen der heutigen Sendung jetzt im Überblick. Der Traum vom Eigenheim, auf was Sie beim Immobilienkauf achten müssen. Und zurück zur Feuerstelle. So haben die Menschen vor rund 5000 Jahren gekocht. Die besten Partys finden immer in der Küche statt. Dieses Sprichwort trifft seit vielen, vielen Jahren zu. Die Küche ist Rückzugsort für Familien, für Freunde, aber meistens auch Endstation für die besten Partys. Das Küchendesign von heute ist beeindruckend. Die Grundlagen hierfür wurden schon vor vielen, vielen tausend Jahren gelegt. So kennen wir Küchen heute. Und so sahen sie vor rund 6000 Jahren aus. Auf den ersten Blick ein enormer Unterschied, aber so sehr weicht die Kochstelle aus der Jungsteinzeit gar nicht von unseren heutigen Küchen ab. Wir sehen, dass ein Herd da ist, eine offene Feuerstelle. Auf dieser offenen Feuerstelle hat man in Kochtöpfen Speisen zubereiten können, Brei, Suppen und ähnliches. In den offenen Feuerstellen wurde also das erledigt, was man heute auf dem Keramkochfeld macht. Und daneben ist ein Kuppelofen aus Lehm. Und in dem hat man das Gleiche getan, was man heute im Herd eben tut. Backen, Kuchen, Brot, Fladen, Pizza, aber auch sicherlich den einen oder anderen Braten. Das sind die Gemeinsamkeiten. Was die Lage ein wenig unterscheidet von heute, ist, dass man damals andere Möglichkeiten suchen musste, Lebensmittel zu konservieren. Es gab keine Kühlmöglichkeiten. Technik war damals natürlich nicht vorhanden. Die Menschen mussten ihre Lebensmittel räuchern, pökeln oder draußen lagern, um sie haltbarer zu machen. Im Laufe der Jahrtausende haben sich die Menschen dann immer weiterentwickelt, was sich auch in der Aufteilung der Küche zeigt. Wir befinden uns jetzt am Ende der Bronzezeit, um etwa 900 vor Christus. Also wir haben einen Zeitsprung von mehr als 2500 Jahren gemacht, von der Situation, die wir vorhin in der Jungsteinzeit gesehen haben. Die Küchensituation hat sich nicht so stark geändert. Es ist nach wie vor im Zentrum eine offene Herdstelle, eine Feuerstelle. Was sich geändert hat, ist, dass Öfen, große Kuppelöfen, inzwischen nicht mehr im Haus sich befinden, sondern außerhalb der Häuser wird das Backen organisiert. Aufgrund der hohen Feuersgefahr hat man das ausgelagert sozusagen und praktisch im Innenraum nur noch die Feuerstelle betrieben, um eben Brei kochen zu können und Wärme natürlich auch zu haben. Wer mehr über die Küchenkultur von damals erfahren möchte, kann eine Führung durch das Pfahlbaumuseum in Unteruldingen am Bodensee machen. Und zum Vergleich können Sie dann ja in Ihre eigene Küche gehen. Der November ist noch jung, bloß er bringt schon viele Änderungen mit sich. Die aktuellsten News zum Thema Bauen und Wohnen jetzt im Überblick. Wer richtig heizt, spart Kosten. In Wohn-, Arbeits- und Kinderzimmer reicht eine Temperatur von 20 Grad. Dazu sollte das Thermostatventil auf Stufe 3 eingestellt werden. Stellung 2 ist für Küche, Flur und Schlafzimmer. Dort reichen 16 bis 18 Grad. Allgemein gilt, die Heizkosten reduzieren sich um 6%, sinkt die Temperatur um 1 Grad Celsius. Mehrfach am Tag quer zu lüften, anstatt die Fenster dauerhaft zu kippen, spart ebenfalls Heizenergie. Je nach energetischem Standard können die jährlichen Kosten für eine 100 Quadratmeter Wohnung zwischen 125 und 275 Euro sinken. Ein einzelner Wohnungseigentümer darf die Sanierung der gemeinschaftlichen Immobilie verlangen, auch wenn die Miteigentümer dies nicht wollen. Das hat der Bundesgerichtshof jetzt verfügt. Voraussetzung ist, dass die Beseitigung der Baumängel zwingend erforderlich ist und sofort erfolgen muss. Einwände einzelner Wohnungseigentümer sind nach Ansicht der Richter kein Hinderungsgrund. Im Gegenteil, verzögern die anderen Eigentümer einen Sanierungsbeschluss grundlos, kann von ihnen sogar Schadensersatz gefordert werden.
Für das Gerüstbaugewerbe hat zum 1. November die sogenannte Schlechtwetterzeit begonnen. In dieser Zeit sind Arbeitsmangel und saisonale Arbeitsausfälle vorprogrammiert. Damit die Arbeitnehmer nicht arbeitslos werden und im Betrieb gehalten werden können, wird in Deutschland ein Saisonkurzarbeitergeld gezahlt. Dazu muss das Unternehmen aus dem Baugewerbe kommen, welches von saisonbedingten Ausfällen betroffen ist. Der Arbeitsausfall muss erheblich sein und der Betrieb muss mindestens einen Angestellten aufweisen. Die eigenen vier Wände, Fluch oder Segen, sicherlich beides. Der Kauf eines Eigenheims bedeutet viel Arbeit, Zeitaufwand und auch ein Risiko. Wir zeigen Ihnen nach der Werbung, auf was Sie achten sollten, dass aus dem Kauf des Traumhauses nicht der Albtraum wird. Nach der Werbung. Die Bauzinsen sind historisch niedrig und viele Menschen nutzen gerade jetzt die Gelegenheit, sich das Eigenheim zu leisten. Doch es ist Vorsicht geboten. Oft sind versteckte Kosten dabei. Sanierung, Reparaturen, Erwerbskosten und so weiter. Es gibt einiges, was schiefgehen kann. Auf was Sie genau achten sollten, das zeigen wir Ihnen jetzt. Die Haus- und Wohnungspreise in Deutschland steigen und ein Ende ist nicht in Sicht. Das schreibt das Manager-Magazin online. Allein in diesem Jahr dürften die Wohnungspreise im Bundesschnitt zweistellig zulegen, so die Errechnung des Instituts Kiel Economics. Bis zum Jahr 2017 rechnen die Forscher mit weiteren Steigerungen. Aufgrund der niedrigen Zinsbelastung ist jetzt aber die beste Zeit, sich eine Immobilie zu kaufen. Solange die Zinsen so günstig bleiben, kann sich der Kunde relativ viel einkaufen mit relativ wenig Zinsbelastung. Und ich sehe die Zinsen in den nächsten zwei Jahren also nicht groß steigen. Und von dem her wird der Markt immer noch sehr, sehr positiv sein. Ja. Weil wir können ja hier mit 3-4% tilgen momentan und haben dann das Niveau, wo wir früher nur die Zinsen hatten. Ja, das ist ein Traum und darum ermöglicht sich auch viele den Traum vom Eigentum. Wer sich dafür entscheidet, eine Immobilie zu kaufen, steht vor der Frage Neubau oder Bestandsimmobilie. Die Vorteile des Neubaus sind eine freie Gestaltung und die Möglichkeit einer energiesparenden Bauweise. Auch Sanierungskosten dürften in den ersten Jahren nicht anfallen. Für den Altbau spricht ein schneller Einzug ins Eigenheim und der niedrigere Kaufpreis. Auch zwischen dem Erwerb eines Hauses oder einer Eigentumswohnung gibt es Unterschiede. In beiden Fällen sollten sich Käufer vorab gut informieren. Bei der Wohnung ist es wichtig, folgende Punkte zu beachten. Lassen Sie sich die letzten drei Eigentümerprotokolle, den Energieausweis sowie die Nebenkostenabrechnung zeigen. Informieren Sie sich, wie die Eigentümergemeinschaft untereinander funktioniert. Prüfen Sie den Grundbucheintrag und, sollte die Wohnung noch vermietet sein, werfen Sie einen Blick in den laufenden Mietvertrag. Beim Haus ist es ein bisschen anders, da sind wir keine Eigentümergemeinschaft, da gibt es ja keine Teilungserklärung wie bei einer Eigentumswohnung, da ist man ja für sich. Ja, da geht es sicherlich mal um Dinge wie hier zum Beispiel, haben wir hier auch. Wir haben hier zum Beispiel jetzt das Grundstück, aber hier ist jetzt ein Wegerecht für den Nachbar eingetragen, sich das mal zeigen zu lassen, wie ist das geregelt. Wer muss das pflegen, das Grundstück, wer tut Schnee schippen? Ja? Gibt es hier zum Beispiel Baulasten? Ja? Darf der Nachbar näher an das Grundstück ranbauen? Ist auch wieder wertmindernd für das Grundstück. Ja? Dann im Grundbau gibt es ein Wohnrecht, gibt es einen Nießbrauch drin? Ja? Solche Lasten, wo im Grundbuch noch drin sind. Ja? Wenn es gibt, lasse ich mir eine Baubeschreibung zeigen. Schau, was für Materialien sind da verwendet worden, wie ist der Aufbau? Vergleich es vielleicht mit dem Energieausweis. Was braucht das Haus an Energie? Und dann gehe ich durchs Haus durch, schaue natürlich auch an Mängel. Schau zum Beispiel, haben wir Risse in der Wände, in der Decke? Ja? Ist das dachdicht? Was für eine Isolierung habe ich auf dem Dach? Haben wir im Keller Feuchtigkeit? Wie alt ist die Heizung? Ja? Wie sind die Energiewerte von der Heizung? Die Entwicklung des Immobilienmarktes am Bodensee bleibt nach Aussage von Experten positiv. Auf 10 Jahre liegen die Zinsen derzeit bei unter 2%. In den nächsten 2 Jahren sieht Bernd Wackershauser hier auch keine Steigerung. Ebenso ist jetzt die beste Zeit für den Verkauf einer Immobilie. Am Bodensee kommt Wackershauser auf 10 bis 30 Interessenten pro Haus oder Wohnung. Die günstigen Finanzierungsmöglichkeiten verlocken derzeit zum schnellen Immobilienkauf. Eine gute Beratung durch Experten ist dringend notwendig, damit Sie am Ende nicht in der Schuldenfalle landen. Hier unser Tipp.
Bei der Finanzierung ist natürlich schon viele Facetten, die man da beachten muss. Ich denke, die wesentlichen drei Punkte sind zum einen die Tilgung und an die Zinszahlung, dass man die auf jeden Fall im Auge behält. Ja, zum zweiten sind es die Fördermittel, ja, dass man auch schaut, dass man möglichst alle Fördermittel für sich beansprucht. Und der dritte Punkt ist, dass man einfach auch vergleicht. Ja. Nicht jede Bank hat in dem Moment, in dem ich eben kaufen und finanzieren möchte, das beste Angebot. Und wir haben uns darauf spezialisiert. Ja, zum einen schauen wir, dass der Kunde natürlich die Zinssicherheit möglichst lange für sich in Anspruch nimmt und die Tilgung natürlich so fährt, dass er auch in 10 Jahren noch die Immobilie bezahlen kann. Das ist ein wesentlicher Punkt. Der zweite Punkt ist letztendlich sind die Fördermittel. Fördermittel, auch Familienfördermöglichkeiten, die sehr, sehr interessant sind. Teilweise im Moment 0,95% auf 10 Jahre. Wird oft von den regionalen Geschäftsbanken nicht angeboten, weil einfach der Ertrag für diese relativ gering ist. Und der dritte Punkt ist einfach vergleichen, vergleichen, vergleichen. Ich denke, das ist ein Riesenthema, dass man einfach den Gesamtmarkt im Blick hat. Ja, das hat man über uns, ja, und wir übernehmen das professionelle Vergleichen für unsere Kunden. Bevor wir am Ende unserer heutigen Sendung sind, wollen wir natürlich noch die Gewinnerin unseres Gewinnspiels bekannt geben. Und zwar Frau Marianne Bader aus Wangen hat den 50-Euro-Gutschein unseres Partners Wohnraum Garten in Ravensburg gewonnen. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß hier beim Stöbern. Vielleicht treffen Sie schon auf die neue Adventsdeko Weihnachten. Dies wird auch kommende Woche schon ein Thema in unserer Sendung sein. Bis dahin, einen schönen Abend, bleiben Sie gesund.